Es ist Sonntag, der 25. Februar 2024. Stimmung stimmt. Wir sind auch bereit und sagen Moin und herzlich willkommen im HSV-Netradio. Präsentiert von der Sparda Bank Hamburg. Außenrissball von Sicker. Schlecht gespielt. Möglichkeit für den HSV. Glatzel steckt durch. Königsdörfer. Schusschance. Fußparade von Christoph. Riesenmöglichkeit für den HSV. Gut gespielt von Robert Glatzel. Hat Baumgart in der Pressekonferenz gesagt. Und wir versuchen uns Chancen zu erarbeiten. Jetzt der HSV mit der Chance. Kopfball von Robert Glatzel wird noch abgefälscht. Und dann segelt er aufs Tornetz rauf. Da hat er jetzt hinten ein bisschen zu tun. Denn der HSV kommt über die linke Seite im Strafraum. Königsdörfer wieder draufgezogen. Wieder ist es Christoph. Nochmal zweite Reihe. Meffer aus 20 Metern. An Wanner jetzt aufpassen auf der linken Seite wieder. Arne Sicker frei dort in der Verlängerung des 16er Ecks auf der linken Seite gegen Jatta. Spielt dann kurz auf Rochelt und dann rutscht einer weg und dann die Möglichkeit ganz knapp vorbei. Wanner in der Mitte aus 8 Metern nimmt dann den Ball ab mit dem linken Fuß nach der Flanke von Rochelt. Freunden und Verwandten, die hier Karten sich besorgt haben. Aufpassen jetzt. Shahin zieht da Volley ab aufs linke obere Kreuzeck, aber Raab ist da. Schnellbacher dazwischen. Oh, wird eher eine Vorlage für Jatta. Schön im Mittelkreis ab. Glatzel mal mitgenommen, der mit Tempo drauf geht. Pass auf. Königsdörfer, gute Position. Ja! Und Tor! Rendsford, Jeboa, Königsdörfer jagt den Ball links oben in den Knick. Und der HSV führt. Erstes Tor unter Steffen Baumgart. Zieht an Bakker vorbei, der bleibt aber dran und holt sich den Ball. Schön. Kurz hinter der Mittellinie, gleich wieder Pass auf Ferrer über die Mittellinie und der in die Spitze auf Glatzel. Der auf und davon kann er gefolgt werden. Das ist Rendsford, Jeroen Königsdörfer und dann schießt er rüber über das Tor. Renzi fast mit seinem zweiten Treffer dort. Jetzt doch Katterbach vor seinem Gegenspieler. Jetzt auf und davon auf der linken Seite, hat viel Wiese vor sich, spielt dann auf Nemeth in zentraler Position. Der muss nochmal rüberspielen, macht das auf. Ferrer mit dem Schuss, gehalten! Ferrei hat das 2-0 fast auf dem Fuß. Hamburger Sportverein siegt bei der Premiere, beim Debüt seines neuen Trainers Steffen Baumgart gegen die SV Elversberg. 1-0 Heimsieg gegen Elversberg. Manchmal reicht halt auch einfach ein Tor, ne? Wenn man hinten keins kriegt, ja. Also ja, erstmal steht über allem der Sieg natürlich. Dass wir das Ganze dann noch zu Null gestalten konnten, ist natürlich überragend. Wie wir verteidigt haben heute, das geht jetzt nicht um die Viererkette und mich, sondern es fängt ganz vorne an. Das war enorm gut. Chancenverwertung können wir noch ein bisschen aufarbeiten, aber ich denke, in allem war das ein sehr guter Anfang. Aber nichtsdestotrotz ist logischerweise noch viel Luft nach oben. Manchmal reicht schon 1-0. Klar, freut uns natürlich total. Ich glaube, wir hatten viele Torchancen heute, haben hinten aber den Kasten sauber gehalten und dann musst du auch vielleicht auch mal nur eins erzielen. Ist ein schönes Gefühl. Ja, wir haben als Mannschaft super verteidigt, wir haben es gut gemacht. Ein 1-0 reicht, ja, dann, wie du sagst. Wir haben ein paar neue Ansätze gesehen und ich fand, das Pressing war sehr intensiv. Du hast da ordentlich mitgewirkt. Hast du es auch so empfunden? Ja, es war ein intensives Spiel, es war anstrengend, aber ich denke, von Zeit zu Zeit, je länger wir es trainieren und auch gespielt haben, werden wir uns alle sehr schnell dran gewöhnen. Ja, genau. Da wollten wir ansetzen, dass wir vor allem gegen den Ball, wie Sie gesagt haben, intensiver sind. Einfach ja, dem Hintermann oder dem Vordermann einfach ein gutes Gefühl geben, dass man füreinander da ist. Und das hat sehr gut geklappt heute. Ich glaube, dass in manchen Situationen die Abstimmung vielleicht noch nicht ganz gepasst hat, hat man auch gesehen. So ehrlich muss man schon sein, aber das ist normal. Wir machen es seit einer Woche. Und trotzdem, so wie du es ansprichst, wir hatten viele Torchancen darüber. Erste Halbzeit, zweite Halbzeit auch. Ja, so kann es weitergehen. Mats Raab hat eben auch gesagt, das Verteidigen war nicht nur von euch als Viererkette gut, sondern irgendwie von ganz vorne. Hast du es auch so empfunden? Definitiv. Ja, ich glaube, heute hat man es gesehen, was es bedeutet, ja, wenn wir wirklich vorne direkt Alarm machen. Wenn ich sehe, wie in Manu Ferrei beispielsweise, wie viele Kilometer der abspult, in welchem Tempo, dann ist das genau das, was wir brauchen. Ja, wir wollen zusammen angreifen, wir wollen zusammen verteidigen und dann kann auch mal die Null stehen. In den Chancen in der ersten Halbzeit hat man gesehen, dass Rainsy auch irgendwie richtig Bock hatte und er hat dann ja, das Tor dann auch zur richtigen Zeit gemacht. Auf jeden Fall, der hat sich heute endlich mal belohnt. Das freut mich und ja, das zeichnet uns, glaube ich, auch als Mannschaft aus. Egal wer spielt, egal wer die Chancen hat, ja, wir freuen uns dann, wenn er uns und der Mannschaft hilft.
total schön für ihn. War zum Schluss vielleicht keine ganz einfache Zeit für ihn. Und dann ja, ist es manchmal so, dass beim Trainerwechsel Jungs ja, so ein bisschen wieder eine neue Chance kriegen. Er hat sie heute bekommen und er hat sie sicherlich mit seinem Tor genutzt. Man hat auch gesehen, dass von Minute 1 gerade ihr Angreifer irgendwie bei 100% war und da ordentlich dem Torwart einen einschenken wollte. Es hat ein bisschen gedauert, die Chancen waren da, aber nach der Halbzeit hast du dir dann du hast ihn dann reingemacht. Ja, ich habe mich natürlich gefreut. Es war ja mein erstes Tor diese Saison, dass ich der Mannschaft helfen konnte. Du standst auch das erste Mal wieder in der Startelf nach langer Zeit. Wie war es für dich? Total schön. Es ist einfach immer wieder was Besonderes, hier aufzulaufen vor unseren Fans. Das Stadion, ich glaube, da kann man gar nicht viel zu sagen. Das muss man erleben. Ich darf es erleben und dafür bin ich sehr, sehr dankbar.